Liebe Genossen, Comrades and Tovarisch, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal vom Astral Silber. Und es ist schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu dieser mittlerweile 25. Episode. Und das Thema der heutigen Folge ist eigentlich die Steigerung der Pflanzenwirtschaft. Genossen, das ist eine wichtige Aufgabe, denn die bisherige Pflanzenproduktion reicht ja nicht mal aus, um die eigenen Nahrungsmittel vollständig daraus produzieren zu können. Und uns stehen noch weitere Herausforderungen bevor, zwar die der Ausbau der Stoffproduktion überhaupt, ne? Da machen wir bislang noch gar nichts selber, Genossen. Das wird komplett alles importiert. Dann muss die Chemieindustrie aufgebaut werden und so weiter und so fort, Genossen. Wer braucht denn noch Pflanzen? Chemie braucht Pflanzen, Stoff braucht Pflanzen. Na gut, die Nahrungsmittelproduktion selber braucht natürlich auch noch Pflanzen. Die Alkoholproduktion braucht Pflanzen, Genossen. Wir können mittlerweile aus Pflanzen Biosprit gewinnen. Also vielfältigste Verwendungsmöglichkeiten hier für unsere Pflanzen, Genossen. Dieses Gartencenter oder Gartencenter ist was anderes als da. Das hier ist VEB Obst, Gemüse, Speisekartoffel. Genau, so wurde es auch in den Kommentaren benannt. VEB OGS Berlicum, ja? Also VEB OGS Berlicum ist der offizielle Name denn davon. Und hier haben wir die Aufgabe, Genossen, ungefähr 900 Arbeiter herzuschaffen. Denn pro Anlage, vier haben wir, pro Anlage benötigen wir in der Maximalauslastung 225 Arbeiter. Ja, und das ist eine ganze Menge, Genossen, ne? Dazu habe ich hier schon mal was vorbereitet. Und was das hier alles zu bedeuten hat, Genossen, das schauen wir uns nach einer kleinen Pause an. Und ich freue mich, wenn ihr Lust habt, mit dabei zu sein zu der heutigen Episode, die sich, wie gesagt, ums Getreide dreht. Yeah! Bam, bam, bam! Ja, hallo und willkommen! Also, dann lasst uns mal loslegen, Genossen. Wir steigen jetzt hier auch aus. Die Verfolgungskamera kann beendet werden. Jawohl! Und schauen uns Berlicum nochmal aus der Vogelperspektive an. Ja, hier seht ihr das da niederliegen, ne? Ende Januar, jetzt 79. Das heißt, dass wir jetzt im Jahr 79 die Gelegenheit haben, hier unsere landwirtschaftliche Produktion in Betrieb zu nehmen, damit wir als wahrer Agrargigant in die 80er Jahre durchstarten können, Genossen, ne? Das ist das Ziel. Deswegen schauen wir mal. Berlicum Greenhouse Mittel kann eigentlich zu. Hier wollte ich euch nur mal zeigen. 225 Arbeiter brauchen wir. Das war das Fahrzeug vom Winterdienst, wo wir gerade Platz genommen hatten. Und hier sehen wir schon eine der Trolleybushaltestellen, wo die Arbeiter warten. Die sollen hier jetzt hinbefördert werden, Genossen. Diese Trolleybuslinie, die ich hier errichtet habe, nach langem Hin und Her. Also am liebsten wäre mir auch eine Straßenbahn gewesen, aber aufgrund der, ich hatte es schon mal erwähnt, aufgrund der bevorstehenden Änderungen im Straßenbahnwesen wollte ich da jetzt nicht großartige Baumaßnahmen angehen. Von daher dachte ich, wäre es hier vielleicht auch eine gute Idee, nochmal eine Trolleybuslinie zu errichten, Genossen, die auch so gut wie vom anderen Verkehr abgeschirmt ist. Ist sie jetzt nicht, da die Baustellenzugänge hier noch vorhanden sind. Aber die reiße ich jetzt hier einfach mal ab, Genossen. Die können weg. Genau, die waren nämlich nur dafür da, dass hier während der Bauzeit die Baufahrzeuge schneller rüberkommen. Jetzt müssten wir natürlich hier für unsere Bevölkerung ein bisschen Fußgängerweg schaffen, Genossen, damit die hier wenigstens zur Bushaltestelle hinkommen. So wird das nämlich nichts. Ja. Ja, da können wir auch direkt hier zur Buslinie rangehen, ne? Also hier keine... Hier. Zack. Und hier auch rüber. Ja, und das kaufen wir auch direkt, Genossen. Dann sehen wir direkt, ob hier ein Erfolg ist. Ja, der Erfolg ist da. Die ersten laufen weg. Sehr gut. Und dasselbe machen wir hier. Hier aber auch nochmal, Genossen. Schau mal, dass wir von hier rüberkommen. Da gehen wir direkt hier mit ran. Ja, so sieht das auch gut aus. Ja. Dann kann er hier auch noch mit ran. Okay. Und in diese Richtung bräuchten wir dann auch nochmal eine Überquerung.
So. Kann man hier eventuell noch weiter durch? Nee, ne? Da kommen sie nicht durch. Ja, die Rohre sind zu niedrig verlegt worden hier. Ja. Na gut, aber immerhin, die werden jetzt hier gekauft. Okay. Damit sollte das hier zugänglich sein, ne? Ja, wir sehen es. Die Arbeiterzahl steigt. Sehr gut. Und unsere Aufgabe war jetzt hier an diese Linie. Die hatte ich jetzt schon im Linie-Tool erschaffen. Dabei war das Spiel auch direkt zweimal abgestürzt, Genossen. Deswegen ist dieser Beginn hier auch der zweite Beginn für mich. Also der Beginn der Episode, ja. Und das fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, euch das alles hier nochmal zu erzählen, Genossen. Denn so weit war ich schon mal. Und ich weiß nicht, Mensch, hast du das jetzt schon gesagt oder nicht? Aber ja, da muss nicht nur ich durch, da müsst ihr denn auch mit durch, sozusagen. Und hier sollte ich auch noch ein Stück Gehweg von dem Gebäude hierher. Hierher? Astral, ja, wirklich? Ja, ne? Ja. Das machen wir so, komm. Okay, damit ist das auch gut verbunden. Und jetzt könnten wir hier eigentlich... was flackert denn hier so, Genossen? Das ist natürlich hier eine massive Störung, Genossen. Unsere Kohleverarbeitung ist auch gestört dadurch. Ja, die Stromversorgung muss verbessert werden. Das muss verbessert werden. Das, wollen wir mal zusehen, dass wir das noch in der heutigen Episode mit angehen. Ah, ich habe vergessen, hier auch wieder den Alarm zu setzen. So, jetzt aber. Ja, Genossen. Das Flackern bringt mich hier komplett aus der Fassung. War denn die Arbeiterversorgung für Kraftwerk Nummer 1 hier gestört? Ja, besser geht's nicht. 20 Mann sind hier, ne? Besser geht's nicht. Naja. Das schauen wir uns später an, Genossen, das Problem. Denn da gibt es ja auch ein paar neue Entwicklungen und Baumaßnahmen, die ich euch gerne noch zeigen will. Aber zuvor greifen wir uns jetzt hier in der Trolleybuslinie. Die geht hier lang, hier lang, hier lang. Ne? Und eigentlich ist sie bis hier auch ungestört. Also es macht keinen Sinn, hier als Fahrzeug reinzufahren. Denn das Ganze hier ist eine Sackgasse, Genossen. Das ist hier nicht weiter mit dem Straßennetz verbunden. Die einzigen Verbindungen sind die Fußgängerwege. Ja. Das sind die Verbindungen. So dass auch die Einsatzfahrzeuge und sonstige ja, Krankenwagen, ne, dass die da langfahren können, das ist sichergestellt. Und hier jetzt diese Bushaltestelle wollen wir eigentlich ansteuern hier hinten. Deswegen greifen wir uns jetzt nochmal das Linientool, Genossen, und sagen für Passagiere. Und das müsste eigentlich Strausberg-Berlikum sein. Ne? Strausberg nach Berlikum. Sehen wir das hier irgendwo, Genossen? Sehen wir nicht hier, ne? Sehen wir das? Also Kohle am Kraftwerk, Holzfäller, Sägewerk. Nee, also ich kann es hier nicht finden, Genossen. Mit diesem Linientool, dem vertraue ich nämlich nicht ganz. Vorhin war das Spiel nämlich hier abgestürzt an diesem Punkt. Hat er das nicht gespeichert? Hat er das nicht gespeichert, Genossen? Nee, ne? Ja, die Busse, die ich gekauft hatte, in der anderen, nee, die sind ja auch nicht da. Deswegen, okay. Also jetzt, dann kaufen wir hier mal jetzt Trolleybusse. Dieser 60 km/h mit 65 Passagieren, 64. Ein Passagier weniger, aber kann 75 fahren. Dann kaufen wir davon 8 Stück. Ich denke mal 4 pro Linie. 2 Linien will ich eigentlich hier errichten. Und... soll ich das mal einfach so machen, Genossen? Ja, wir machen das jetzt mal hier. Ich probiere mal das auf die althergebrachte Art und Weise. Denn vorhin, wie gesagt, war das Spiel abgestürzt beim Errichten der Linie. Also, neuer Stopp. Von hier rechts, die rechte Bushaltestelle. Hier geht die Linie weiter nach hinten, Genossen. Die geht hier hin.
So. Okay. Ja, der kann auch starten. Und hier fährt er los jetzt. Ja, das ist gut. So. Dann können wir diese Linie jetzt übertragen auf drei andere Busse. Und haben das Ganze ohne Absturz hinbekommen. Drei andere. Okay. Also eins, zwei, drei. Sehr gut. Und dann greifen wir uns einen freien Busgenossen und bemannen die andere. Oder bemannen nicht, aber wir servicieren jetzt hier die andere Haltestelle. Genau. Wir fahren die an, Genossen. Wir fahren die an. Hier geht's hin. Sehr gut. Das heißt, hier jetzt starten. Okay. Und den Fahrplan auf die restlichen Trolleybusse übertragen. Drei Stück sind noch da, genau wie es sein soll. Okay, nice. So. Ja, ich hoffe, dass die ein bisschen Abstand zueinander finden, Genossen. Weil ich hatte ja bei der ersten Trolleybus-Linie drüben in Strausberg, da hatte ich die ja mit Abstand losgelassen. Aber bei dem, sobald die erste Hinderung da im Straßenverkehr kam, sind die doch wieder im Pulk hintereinander hergefahren. Deswegen schicke ich die jetzt auch zusammen los. Das ist, die sollen sich selber versuchen zu entzerren. Da. Ja. Okay, jetzt haben wir die Arbeiterversorgung hier für Berlikum in Betrieb genommen, Genossen. 2x4 Busse fahren hierhin. Zu diesen beiden Haltestellen. Und ja, dann werden wir nach Eintreffen der ersten Arbeiter sehen, wie die sich hier verteilen, ob das alles erreicht werden kann. Denn bislang war hier noch nie ein Arbeiter aufgetaucht. Also das ist spannend, Genossen. Ja, was wird hier errichtet, Astral? Was baust du hier denn drin wieder? Ja, was bauen wir hier, Genossen? Wir haben in Kolditz die Fischerei in der letzten Episode hier in Betrieb genommen, ne? Das ist hier hinten, hier Genossen, wo die Maus jetzt ist, ne? Und das läuft auch super hier. Wenn wir mal gucken, die laufen im besten Betrieb. Der Fisch wird auch abgeholt. Das läuft gut. Aber die Produktion dieser vier Fischereibetriebe reicht nicht, um unseren Import hier aus dem sowjetischen Block. Seht ihr hier, Fleisch importieren wir halt auch noch. Und das ist dieses Jahr. Ist das dieses Jahr? Hier ist dieses Jahr Fleisch. Wir sind jetzt im Februar. Also wir waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal an der Grenze und haben was abgeholt. Ne? Deswegen, das reicht noch nicht, Genossen. Das reicht nicht. Im letzten Jahr, wie viel Fleisch haben wir da? Da sieht man, Mitte des Jahres, das war eigentlich nach Inbetriebnahme der Fischerei, da ist der Import doch deutlich zurückgegangen, Genossen. Ne? Oder täuscht mich das? Die Basislinie sind doch hier die 8000 jetzt. Ne? Die Ausschläge sind deutlich weniger geworden. Es reicht aber noch nicht, um unseren gesamten Fleischbedarf zu decken, Genossen. Und um dieses hehre Ziel zu erreichen, denn wir können uns da ja natürlich hier nicht vom Ausland abhängig machen, da habe ich hier ja eine Farm errichtet. Hier maximale Verbrauch, also Produktion pro Tag sind 30 Tonnen Vieh bei 15 Tonnen Pflanzenverbrauch. Ne? Also die liegen überproportional zu, Genossen. Und ja, ein Betrieb sollte ausreichen, um unseren Eigenbedarf zu decken, Genossen. Die sammeln ihr Vieh hier in der Viehhalle. Ja, hier ist die Metzgerei mit dran, ne? Also der Schlachthof, so heißt es ja hier. Und zur Abholung vom Fleisch gibt es hier dann eine Straßenladestation, weil der Plan ist dann teilweise hier die Versorgungs-LKW direkt Fleisch abholen zu lassen, was sie denn zu den Supermärkten bringen, aber auch das Kühlhaus in Kolditz hier mit aufzustocken, sodass keinerlei Fleischtransporte oder Fleischimporte via Frankfurt-Oder mehr notwendig sind. Ne? Genau, Genossen. Aber das ist noch nicht fertig gebaut. Und
Ja, hier soll das Getreide angeliefert werden, ne? Das Viehfutter sozusagen. Naja. Aber ich denke, in überschaubarer Zeit, vielleicht sogar in dieser Episode, werden wir hier auch noch die Fertigstellung erleben können. Ich werde mal hier ein bisschen auf schnellere Geschwindigkeit gehen. Dann lass uns mal schauen, ob hier schon die ersten Arbeiter da sind. Ja, Genossen, die ersten Leute sind da. Das ist sehr gut. Okay, die ersten Pflanzen werden erzeugt. Und wir sprechen hier über 10 Tonnen pro Halle, also pro Gewächshaus pro Tag. Ja, 10 Tonnen Tagesprodukt, 11 Tonnen, 11 Tonnen am Tag. Okay, Genossen, 44 Tonnen rein theoretisch, 44 Tonnen. So, aber ich wollte schauen, ob hier alle Gewächshäuser mit Arbeitern versorgt werden können. Ja, hier auch, Genossen. Wir sehen's, ne? Und hier sind auch welche. Ja, sehr gut, sehr gut. Dann können wir das hier mal wegklickern. Na, das wollte ich jetzt nicht wegklicken. So, Genossen. Okay. Ja, das sieht gut aus, ne? Die leuchten auch schön im Dunkeln. Also auch vom Flugzeug aus sind die Dinger ja sichtbar. Deswegen... Ja, läuft gut, Genossen. Läuft richtig gut. Okay. Haben wir hier was übersehen, Genossen? Haben wir hier was übersehen? Nein, haben wir eigentlich nicht. Ne? Das heißt, die Berlikum ist hier mit in Betrieb genommen. Darauf stoßen wir an, Genossen. Ich erhebe mein Glas auf die erfolgreiche Zukunft von VB, OGS, Obst, Gemüse, Saatgut. OGS? War das OGS? Ja, ich erinnere es nicht gut. Obst, Gemüse, Speisekartoffeln, Berlikum, genau. Auf eine erfolgreiche Zukunft. Prost, Genossen. Ja. Und dann hätten wir jetzt die Möglichkeit und besser gesagt auch die Aufgabe, Genossen, hier die, den Abtransport der Pflanzen zu organisieren. Denn die Produktion läuft, ihr seht es. Wir haben nur begrenzte Zeit dafür. Ja, der Abtransport der Pflanzen, Genossen. Hier ist der große Speicher. Ja? Das ist auch ein sehr schönes Mod-Gebäude, packe ich euch gerne wieder mit in die Beschreibung. Und nennt sich, glaube ich, The Big Polish Grains Silo oder so ähnlich. Hm. Ne? Aber das findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung mit. Und dieses Silo wird befüllt hier über die Straßenladestation. Das heißt, ich bräuchte jetzt ein Distributionsbüro, das jeweils die Pflanzen hier zum Silo fährt. Genossen, ne? Das ist das Ziel. Ja, hatte ich das schon mit in Auftrag gegeben oder nicht, Genossen? Hier, mir war nämlich so, als hätte ich es schon gemacht, ja? Hier ist eins, okay. Das liegt strategisch aber nicht so günstig eigentlich, ne? Denn die Distributionsbüros, die fahren ja von sich aus los zu dem Ziel, wo sie es abholen wollen, Genossen. Das heißt, eigentlich wäre das hier irgendwie ganz gut. Ja, ne? Das wäre doch hier in der Mitte. Hier ist die Brücke und zu den Gewächshäusern muss er hin. Ja, dann werden wir hier jetzt nochmal ein Distributionsoffice mit ansetzen. Oder man macht die LKWs wieder direkt vom, könnte man auch machen, ne? Brauchst kein zusätzliches Gebäude. Ja, machen wir mal, Genossen. Machen wir mal so. Also, was haben wir hier denn noch? Hier haben wir ja auch noch LKWs rumstehen, Genossen. Ja, die können wir dafür benutzen, hier, unsere IFA G5. Die können da im Nahverkehr schön unterwegs sein. Die hatte ich nämlich aussortiert. Und, stecken wir die aber in Distributionsbüro dann rein, ne? Oder direkt, Genossen? Nee, die kommen in Distributionsoffice.
dann kann man da noch ein paar zusätzlich hin, also kann man noch welche hinzufügen, falls die Kapazität hier nicht ausreichen sollte. Das heißt, dann schnappe ich mir jetzt ein Distro Office, das haben wir hier, und dann nehmen wir dieses hier, so. Und eigentlich hatte ich gesagt, hier irgendwie, ne? Ist hier Platz, Genossen? Das wäre natürlich echt super. Ah, leider nicht, ne? Oder? Hier. Ja, komm. Kommt direkt hier mal hin. Und den Straßenzugang, den werden wir den hinlegen, Genossen. Hier so kurz wie es geht. Hier. Ja. Okay. Das kaufe ich jetzt auch schnell, damit wir hier vorwärts kommen. Denn ich will ja die IFA G5 hier hinschicken. So. Also, dann schnappen wir uns jetzt hier unsere Oldtimer-LKWs. Ende Februar schon, Genossen. Ende Februar. Die Zeit rennt. Also mit Riesenschritten auf in die 80er Jahre hier. Und schicken die hier zu unserem Office, Genossen. Wie sieht's aus? Haben wir noch Zeit? Ja, rund 20 Tonnen. Okay. Also, ihr sollt alle hier das Office wechseln. Ach, das finde ich schön, dass die jetzt hier auch eine zweite Verwendung gefunden haben, Genossen, wo sie nicht durch die ganze Republik eiern müssen, denn da würden sie ja den Verkehr aufhalten. Aber das hier ist eine gute Anschlussverwendung. Ja. Ja, es ist jetzt ein bisschen mühsam, die alle einzeln hier durchzuklicken, aber sonst wittert ja nichts. Ja. Okay, dann haben wir einen noch übrig, ne? Einen haben wir hier noch. Ja. Okay, so, dann sind die Genossen hier unterwegs. Sehr gut. Und dann können wir jetzt diesem Distributionsoffice sagen, ja, mach all die Gewächshäuser leer, ne? Also 1, 2, 3, 4 entladen. Aber hier schon, ja, sobald sie eigentlich bei 0 schon, sobald sie irgendwas haben. Aber hier 20% vielleicht, Genossen, denn 10 ist minimal. Okay, 10, hast du ja recht. Und fahrt das hier hin. Entladen, beladen. Jetzt habe ich es natürlich genau falsch rum gemacht, Genossen. Hier müssen wir entladen. So. Und hier müssen wir überall beladen. Ja, nicht entladen. Beladen. Wir beladen die LKWs. Wir entladen Gewächshäuser, klar. Aber wir beladen die LKWs. Ja. So. Ja, der Absturz vorhin, Genossen. Der Crash hier, das hat mich noch rausgehauen. Okay. Ja, jetzt haben wir hier das zugewiesen und können mal gucken, ob wir noch irgendwo ein paar alte IFA G5 haben, Genossen. Haben wir noch welche? Wo könnten noch welche stehen? Hier bei der Distribution für Strausberg. Nee, hier ist Winterdienst, da war die Kohleversorgung für die Kraftwerke, die es nicht mehr gibt. Ja, hier sind keine G5 mehr. Könnten wir uns nicht die Fahrzeuge anzeigen lassen, hier, Genossen? Also, Liste der Straßenfahrzeuge, geschlossene LKWs, IFA G5. Die sind alle hier am Fahren, die sehen wir, die sind unterwegs. Das sind die wir gerade losgeschickt haben. Haben wir nicht mehr geschlossene LKWs in der ganzen Republik, Genossen? Ah, die ganze Karte natürlich, die ganze Karte. So, IFA G5. Steht hier einer von rum? Nee, ne? Doch er hier. Der hat ein bisschen Essen geladen.
kann ich den da nicht gebrauchen jetzt wirklich. Nee, nee, Genossen. Den kann ich nicht gebrauchen. Der muss erstmal hier zum Depot hinfahren. Ja, der muss erst sich beim Depot melden, damit er dann hier anders zugewiesen werden kann. Also ab zum Depot mit dir. Okay. Ja, das war's aber. An G5 haben wir nicht mehr, Genossen. Der Rest hatte ich anscheinend schon abgestoßen, oder? Krass. Alle geschlossenen LKW unserer Republik. T-138, na klar, das sind die Pflanzenverteiler. Die W-50 natürlich, ohne Ende. Aber keine G5 mehr. Na gut. Ein paar G5 haben wir jetzt hier. Und vielleicht, ja, können wir hier aus Kolditz eigentlich. Genossen, lass uns aus Kolditz auch noch ein paar geschlossene LKWs mit abziehen. Hier haben wir doch die Distributionsoffice für die Pflanzenverteilung. Und die stehen doch hier auch alle nur großteils rum. Ne? Ja, guckt euch das an, Genossen. Die arbeiten hier auch nicht. Das heißt, dann werden wir von den Pflanzeneinsammlern, sozusagen, ne, das sind die Pflanzensammler, hier auch noch welche mit rüber schicken. Greife uns, wie viele Stück denn? Nehmen wir 4 Stück noch. 4 Stück mit raus. 1. Man sieht hier nicht so viel, ne? Nummer 2. Ach, jetzt habe ich das weggeklickt. Ja, super. Jetzt haben wir 2 mit drüben. Okay, dann holen wir noch 2 aus dem anderen Distributionsoffice. Dann bleibt das hier auch ein bisschen fair für die Genossen in Kolditz. Und schicken da hier noch 2 von den T-138 mit rüber. Wir hätten das natürlich auch alles schnell einkaufen können, Genossen, aber wenn wir das Fahrzeugmaterial da hier haben und es nicht benutzen, dann können wir es genauso gut in Einsatz bringen hier. So. Okay. Das sollte jetzt ausreichen an geschlossenen LKWs, um die Pflanzenproduktion hier in Berlikum sinnvoll in den Speicher zu verbringen, oder? 10 Tonnen, 11 Tonnen am Tag, 11 Tonnen am Tag, die müssen doch wohl hier, selbst die IFA G5 müssten doch, wieso steht er denn hier rum? Ah, er hat Elektronik geladen, Genossen, deswegen kann er nicht arbeiten. Ein bisschen Elektronik. Dann, was machen wir mit der Elektronik, Genossen? Schicken wir ihn in den Supermarkt ausladen? Ja, ne? Lass uns das mal machen. Das ist vielleicht die schnellste Option. Dann, wie könnten wir das machen? Wir müssen jetzt hier unserem Distro-Office sagen, dass die Versorgung von Elektronik hier in Strausberg mit zu den Aufgaben gehört. Ja. Das machen wir mal. Also fügen wir hier das Einkaufscenter hinzu. Da haben wir jetzt, ne? Aber nur Elektronik und nichts anderes. Genau. Das müssen wir hier entladen. Und dann müsste er doch eigentlich losfahren, oder? Außer natürlich die haben genug Elektronik. Und das ist hier wahrscheinlich der Fall. Also hauen wir hier ein bisschen Elektronik weg, Genossen. In der Hoffnung, dass der hier an Betrieb geht. Macht er aber nicht, ne? Fährt nicht los, Genossen. Er fährt nicht los. Nee. Also, Plan B. Schade um die weggeschmissene Elektronik. Wir entfernen diese Connection wieder hier, den Supermarkt. Und weisen auch diesem Fahrzeug erstmal das Depot hier zu, damit wir es von hier aus einsetzen können. Okay. Order ist erteilt worden. Sehr gut. Der andere G5 ist auch noch nicht da. Okay. Gut, Genossen. Die Organisation der Distribution, der Verteilung hier, besser gesagt der Einsammlung der Pflanzen, gestaltet sich jetzt ein bisschen aufwendiger, als ich gedacht hätte. Auf jeden Fall zeitaufwendiger. Macht aber Spaß. Also ich habe ja Spaß bei sowas hier. Ne? Das ist ja, genau, macht ja Freude.
So, wer kommt denn hier lang geschlingert? Essen. Wieso kommst du denn? Fährst du so nah am Hafen vorbei hier? Ja, ne? Fährst hier lang. Ja, fahren doch immer relativ nah an der Küste lang, die Genossen hier. Okay. Und unsere G5 sind hier fleißig unterwegs, ne? Sehr gut. Haben die hier auch eine Tankstelle irgendwo, Genossen? Oder habe ich das übersehen, die Errichtung einer Tankstelle? Ja, ne? Mir war aber so, als hätte ich dran gedacht gehabt. Mir war so gewesen. Können wir hier, Genossen, wir gehen jetzt auf die Gebäude und schauen mal hier nach Tankstelle. Tankstelle. Innerhalb von 1000 Metern. Gibt's nichts. Innerhalb von 2000 Metern. Ah, okay. Jetzt schalten sich auch die Tankstellen zu, die sichtbar oder besser gesagt in diesem Umkreis sind, ne? Ja. Farm Refueling Station. Wo ist die denn hier, Genossen? In Valoka. Ja, dann ist die das hier neben dem Distributionsoffice für die Minol-Laster. Aha. Nee, eine Tankstelle, Genossen. Die brauchen wir hier für unsere IFA G5. Überhaupt für den ganzen Straßenverkehr, der hier unterwegs ist. Vielleicht hier hin, ne? Hier hin? Ja. Ist natürlich die Trolleybuslinie, aber bis hierhin ist die Strecke ja, wird sie ja auch von Verbrennern befahren. Deswegen setzen wir das mal hier hin. Tankstelle. Tankstelle ist hier. Und Minol können wir auch hier hinsetzen, ne? Ja, genau, dann nimmt es nicht unnötig Platz weg. Sehr schön. So, da mal. Okay. Ja, komm, die kaufe ich jetzt auch gleich, denn. Dann haben wir die auch fertig. So, 57 Millionen auf dem Konto. Sehr gut. Ja, Genossen. Ach nee, das gefällt mir nicht. Das ist jetzt hier Trolleybus-Zufahrtsstrecke, ne? Ah, das kommt durch dieses Autobauen, wenn er die Verbindung selber herstellt, Genossen. Das reißen wir mal wieder ab hier. Nein, nicht die andere Straße. Okay, so ist gut. So ist gut, Genossen. Und kriegt hier Kieszufahrt. So sieht das nämlich aus. Okay. Ja, das gefällt mir besser, Genossen. Und das ist direkt hier an der Ausfahrt für unsere IFA G5. Ja. Wollen wir mal schauen, ob die anderen beiden hier angekommen sind im Depot. Ja, da sind sie, Genossen. Okay. Das heißt, das sind müsste ich jetzt eigentlich hier neuer Stopp. Die schicke ich jetzt hier zur Grenze ausladen. So. Entladen. In Frankfurt alles. Ja. Und danach? Können wir danach direkt zum Distributionsoffice fahren? Nee, können wir nicht, ne? Dann müssten wir danach wieder hier zum Depot eigentlich hinfahren. Also, nach von Frankfurt und dann Depot. Okay. So. Und der Kollege soll gleich mitfahren. Der soll auch ausladen hier. Ja. Also hinterher, Genosse. Hinterher, Gas, Gas, Gas. Und wenn sie das denn erledigt haben, dann können sie auch versetzt werden hier nach Berlikon. Sehr gut. Ja, Genossen, füllt sich der Speicher hier in Berlikon. 72 Tonnen immerhin. Naja,
10.400 Hunden, ne? Das, da fallen die 72 nicht so ins Gewicht. Kommen wir hier hinterher mit dem Entladen? Ja, deutlich kommen wir hier hinterher. Allerdings laufen wir jetzt auch erst auf rund einem Zehntel der Kapazität hier. Ihr seht das, ne? 25 Mann ungefähr. Aber immerhin, die Produktion ist an den Start gegangen. Wie sieht es mit dem Strom aus, Genossen? Das werden wir uns mal anschauen. Ich nehme mal die beiden Fenster raus und wir rufen uns das Overlay mit der Elektrizität mal auf. Denn völlig zu Recht wurde ja auch bemerkt, dass die Gewächshäuser ja einen erheblichen Energiebedarf haben hier. Und das ist auch so, Genossen. Bei dem derzeitigen Verbrauch allerdings ist das hier anscheinend noch vertretbar. Also da müssen wir noch nicht eingreifen. Nee, das sieht alles ganz gut aus. Müsste man in der Nacht mal schauen, ob das dann wesentlich mehr ist. Das kann ich nicht sagen. Aber könnte sein, ne? Das könnte gut sein, ja. Wie sieht's hier aus? Beim Fleisch sind wir hier vorangekommen, Genossen. Ja, ist alles fertig gebaut, ne? Tatsache. Ist alles fertig gebaut, Genossen. Okay. Dann kriegt nämlich dieses Distributionsoffice hier einen neuen Job. Dann sollen die auch noch gleichzeitig diesen Speicher hier voll machen. Den sollen sie voll machen. Neuwaloka entladen. Entladen. Und zwar haltet den ruhig auf 80%. So. Okay. Gut, Genossen. Mehr Fahrzeuge brauchen wir hier wahrscheinlich, ne? Ja. Wenn sie da auch noch hinfahren sollen. Ah ja, hier die Tankstelle, Genossen. Ich vergaß, die hier mit an die Versorgung anzuschließen. Da nehmen wir uns aber direkt die Ersatzversorgung hier für die Forklift-Diesel. Denn die Distribution für die Minol-Tankstellen ist an der maximalen Anzahl der zu versorgenden Connections angekommen. Deswegen nicht gut, Genossen, gar nicht gut. Jetzt haben die allerdings eine Versorgung hier. Und diese hier zu 80% können wir ruhig so machen. Okay. Gut, das sollte dafür sorgen, dass unsere IFA G5 dann direkt hier vor Ort tanken können. Und so weit, so gut, Genossen. Läuft das hier jetzt einfach so? Läuft das, ist das einfach so gut? Wollen wir mal hier nachts durchfahren, Genossen? Da hätte ich mal Lust drauf. Komm mal her, wir steigen hier mal ein. Und das ist der Trolleybus, genau. So. Ja, das sieht wirklich sehr gut aus nachts hier, Genossen. Herrlich. Ja, dass hier ein hoher Energiebedarf da ist, ne? Das ist klar. Gerade beim heutigen Stand der Beleuchtungstechnik, hier Ende der 70er Jahre. Durchfahren lassen, dann kann ich mich nämlich schon mal gedanklich auf die nächste Herausforderung vorbereiten, Genossen. Wir haben es jetzt März, 16 Grad. Im Märzen der Bauer die Rösse anspannt, so heißt es doch so schön. Auf Deutsch, der Pflug muss hier an den Start kommen. Und im Rahmen des Großprojektes Steigerung der Pflanzenproduktion ins Unendliche hatte ich ja hier auf einem großen Stück Land drei Bauernhöfe errichtet, also quasi eine Groß-LPG, Roter Stern heißt die. Und sobald es hell geworden ist, Genossen, können wir uns die auch mal anschauen, denn auch da müssen wir die diverse Einstell- und Ausrüstungsarbeiten vornehmen, das heißt hier Fahrzeuge ankaufen und sowas.
Aber da ich die Strecke hier auch noch nicht abgefahren bin, wir fahren jetzt quasi hier von Valoka in Richtung Strausberg. Hier seht ihr links das Heizkraftwerk und Kohlekraftwerk und dahinter das zweite Kohlekraftwerk, Genossen. Im Vorübergehen, aufgrund der ja doch nicht ganz zufriedenstellenden Stromversorgung, hat sich nämlich ein zweites Kohlekraftwerk da errichten lassen. Und das wurde super schnell gebaut, weil das natürlich in dem Baugebiet steht, wo die ganze Bauindustrie beheimatet ist. Und das war auch super angenehm, on the run. Du musstest nichts abreißen, der Platz war da und die Heizungsversorgung war da, die Arbeiterversorgung war da. Also einfach nur den Bauauftrag erteilen. Das war quasi Kohlekraftwerk bauen, Deluxe hier on the run. Und haben wir mal eben so nebenbei erledigt, ne? Als ob nichts gewesen wäre, Genossen. Ja, auch hier, seht diese schönen neuen Bauten, die unsere Bautrupps hier für ein Apfel und ein Ei, für einen Bruchteil der Kosten der zuvor errichteten Gebäude gebaut haben. Ja, und auch die Heizkraftwerke hier in Neu-Valoka, die beiden kleinen, ne? Ja, die versorgen ja Strausberg hier ein bisschen zum Teil mit. Ah, das sieht gut aus, Genossen. Das sieht richtig gut aus. Also, hier ist die Pflanzenversorgung, die Fleischproduktion. Und bei der Fleischproduktion hatte ich ja gesagt, dass die jetzt überraschenderweise hier schon fertig gebaut ist, ne? Ah, das sieht wirklich gut aus, Genossen. Das gefällt mir wirklich gut, ja. Ja, das heißt, dass wir hier jetzt auch die Aufgabe hätten, für die Fleischproduktion hier noch die Arbeiterversorgung sicherzustellen. Und darum kümmern wir uns jetzt, Genossen, ne? Schön, schön, schön. Hier im G5 kommt da uns entgegen. Sehr gut. Also steigen wir hier aus. Und schauen mal, dass wir... Ja, ich hatte hier ja auch schon eine Bushaltestelle mit eingebaut, ne? Ja, genau. Hier ist sie, Genossen. Hier ist sie. Und die auch schon mit Gehwegen versorgt. Sehr gut. Das heißt, dass wir uns jetzt einfach nur einen Bus schnappen müssen. Und den lassen wir... Lass mal hier starten, ne? Hier hängt auch noch nicht so viel mit dran, Genossen. Ja. Ohne Job, keine Kultur, keine Kneipe, Sport. Schauen wir mal. Haben wir hier noch Busse stehen? Ja, das sind die Icarus Lux, aber die habe ich ja für die Baubüros vorgesehen gehabt, Genossen. Deswegen werden wir hier von den anderen Icarus, die 256, ja genau, das ist ein richtig schöner Bus. Und was sind das? Vielleicht so ein Schlenker, 135, er fährt nur 63, ne? Nee, die von 100 hier, Genossen. Für die Tierproduktion haben wir gesagt, ne? Die Fleischwirtschaft. Dann nehmen wir die braunen Busse. Okay, wie viel kriegen die? 3 Stück? Ja, ne? 3. Okay. So, und der soll hier am Zirkus starten. Und dann ja nur bis hier hinfahren, Genossen. Das ist schon die komplette Linie. Ne? Und die übertragen wir jetzt auch wieder auf seine Kameraden hier. Und gut ist, das war's schon. Ich werde die Linie jetzt nicht großartig umbenennen, weil nachher stürzt er da wieder ab. Also irgendwas hat er mit dem Linientool, Genossen. Das, da ist was nicht ganz koscher. So, und die anderen beiden sind auch aktiviert. Okay. Damit ist der erste Schritt für die Arbeiterversorgung hier der Fleischproduktion getan, Genossen. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel von den Büschen hier mit reingesetzt. Komm, da werden wir mal die Grünbautrupps in Aktion bringen. Hier, das kommt wieder weg. Ja, nicht hier unsere Produktion durch Buschwerk unterbrechen lassen. Ja, okay. Ja, sehr gut, Genossen. Hier setzen wir jetzt noch so einen Sensor hin für die Verschmutzung, damit wir das im Auge behalten. Ja, komm, den setzen wir ruhig hier hinten hin. Passt das hier rein, Genossen? Ah, schade, ne?
Das wäre zu schön gewesen. Ah, dann auf. Ach, da ist die Hütte. Das geht auch nicht. Ja, Genossen, wenn wir mal eben schnell hier. Ah, hier war. Mir war so, als wäre da gerade eine Möglichkeit gewesen. Ja. Okay. So. Ja, Genossen, dann hinüber in unsere Freiluft-LPG, ne? Hier läuft's ja, oder? Ja, hier läuft's ja. Wir haben den Abtransport organisiert. Hier stauen sich keine Pflanzen jetzt irgendwo. Nee. Dass die Produktion hier noch nicht ausgelastet ist, ist klar. Aber das werden wir mit der Zeit dann hochfahren. Denn, naja, eigentlich könnten wir jetzt auch langsam dran denken, die Pflanzen hier abzutransportieren, Genossen. Das heißt, wir könnten schon einem Schiff den Auftrag erteilen, hier Pflanzen abzuholen. Wer kann denn hier Pflanzen laden? Kannst du 136 Tonnen Pflanzen? Du kannst keine Pflanzen laden. Und du auch nicht. 136 Tonnen. Ja, das ist natürlich nicht so viel, aber... Was bauen wir denn gerade? Noch mehr Hopper-Schiffe, ne? Ja, hier liegt ja auch noch ein Hopper. Können wir den hier zwischenparken? Weil die brauchen wir bestimmt nochmal, denke ich. Irgendwann brauchen wir die mal. Ja, ja, ja. Also parken wir den mal hier, Genossen. Schicken den zum Depot. Und sagen unserer Werft, wir sollen mal hier vernünftige Schiffe bauen, um Getreide zu transportieren. Wähle Bauplan für die Produktion. Was haben wir denn hier? So 500 Tonnen wäre doch ganz gut. Irgendwie sowas. Cargo-Ships. Die Lubenau, die hatten wir ja schon mal angefangen hier. Das war ja keine so gute Idee. Barkasse Gravel. 40 Tonnen. Nee. Vielleicht müssten wir erst noch einen Bauplan kaufen. Kaufe Bauplan für Rubel, Genossen. Also, jetzt schauen wir mal. Haben wir hier ein schönes Schiff für den Getreidetransport? Und zwar in der 1000-Tonnen-Klasse. General Cargo, 1000 Tonnen. 800 Tonnen Pflanzen. Das wäre zum Beispiel eine Option. 800 Tonnen Pflanzen. Hier 1000 Tonnen Pflanzen, Motorbar General 2, 13 Knoten, 13 Knoten. Ja, gut. Kosten genau dasselbe. Der eine kann halt ein bisschen mehr. Ist aber, glaube ich, auch... Kann Fahrzeuge auf Rumpf laden. 1250 Tonnen. Das ist ja cool. Kann er das auch? Ja. Nee, er kann das nicht. So, ist ja klar. Ja. Nehmen wir mal. Komm, wir nehmen beide. So ist es halt. Können wir uns locker leisten hier. Das können wir uns locker leisten. Das heißt, wir haben jetzt die Auswahl, was wir hier bauen möchten. Und Produktion wird abgebrochen, was wieder schade ist. Aber wir möchten möglichst schnell von den 1000 Tonnen General 2 war das. Ne? Oder erstmal 800 hier. Nehmen wir erstmal die, Genossen. 800 Tonnen Pflanzen, okay. Das heißt, da bauen wir jetzt welche von. Okay. Und bis auf Weiteres wird dieser Bauplan auch durchgehalten. Weil die sollen ja hier in Berlikum die Pflanzen abholen. Ne? Also hier in Berlikum am Hafen. Und sollen die hier, liebe Genossen, dann wieder ausladen. Hier, das ist der Ladehafen.
Weil das Ziel ist ja hier, die Gesamtlebensmittelproduktion für unsere Republik weiter in Kolditz laufen zu lassen. Ne? Genau. Ja. Aber Genossen, 21 Grad im März. Und wir sagten ja, im März, da wollen wir hier auch die Außenanlagen in Betrieb nehmen. Und ihr seht es schon, die ersten Arbeiten sind auch schon angelaufen. Sehr gut. Ah, hier, die Brücke ist noch nicht. Ne, die Straße ist nicht fertig. Okay. Was wird hier noch gebaut? Auch Straße. Okay. Ja, das sieht ganz gut aus, Genossen. Das sieht ganz gut aus. Hatte ich hier denn schon überall Fahrzeuge? Ja, hatte ich schon. Okay. Ah, ich war dabei stehen geblieben, die Flächen zuzuweisen, Genossen, ne? Ja, ja, ja. Und jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was ich hier schon zugewiesen habe. Das kann man aber irgendwie sehen, ne? Lass mal gucken, weil ich war da, glaube ich, ein bisschen strategisch rangegangen. Das heißt, diese Fläche hier, wo können wir das sehen? Bei Autos? Irgendwo macht er das doch gelb, wenn man darauf geht, ne? Weisen Sie neue zu? Nee, dann macht das auch nicht gelb. Ja, wohl doch nicht. Da, irgendwo hatte ich das so mal gesehen hier, ne? Zugewiesene Flächen, Autosearch. Genossen, dann machen wir, soll ich alles nochmal abbrechen und nehmen. Ja, aber anders geht's jetzt nicht. Anders geht's ja nicht. Ja. Also alles nochmal abbrechen hier. Pause. Ich gehe mal auf Pause jetzt. Das ist nicht schön, Genossen, gerade weil hier wahrscheinlich dann der ganze Fortschritt verloren geht. Aber ich möchte gern manuell den LPGs die Felder zuweisen. So, das haben wir jetzt alles mal weggeklickt. Okay. So. Jetzt sortiere ich mir die hier unten an. Und dann können wir die Felder zuweisen. Genau. Okay. Also fangen wir hier mit dieser LPG an. Das ist die. Okay. Ja, die kriegen eigentlich vorher mal einen Plan machen hier. Ne? Ah, jetzt sieht man wieder nicht so viel. Komm, lass mal hier ein bisschen schneller laufen. Die kriegen eigentlich alle Felder, die hier oben liegen, dachte ich. Dann könnten wir die hier unten zuweisen. Naja, schauen wir mal. Also fangen wir hier erstmal an. Das ist kein Feld. Sehr gut. So. Hier noch. Oh, und das noch. Okay. Sagen wir erstmal, dass das so reicht hier. Dann können die jetzt weg. Und der nächste ist er hier. So. Das hatte ich noch zugewiesen, ne? Das große hatte ich gleich noch zu lösen hier. Ja, diese kleinen Felder, die halten wahrscheinlich auch nur die Produktion auf, so wirklich. Okay. Sich jetzt die ganzen ganz grob hier alles, was hier liegt. Das haben wir schon, ne? Ja. Und die Reihe hier hinten noch. Ja.
Hatten wir die hier schon genossen? Nee, die haben wir auch noch nicht. Ne? Okay. Ja, der Fortschritt ist aber nicht verloren gegangen. Das ist schon mal ganz gut. Ja, denn weil bekommen die in der Mitte hier auch die beiden hier noch. Ja, ne? Okay. Die haben sie ja alle hier schon. Ja, Genossen, jetzt haben wir eigentlich die Felder hoffentlich alle zugewiesen. Ihr seht es, die Traktoren fahren hier alle los. Und die Fahrzeuge für das Einsammeln von den vom Getreide. Die sollen in diesen drei Distributionsoffices beheimatet werden und von hier aus dann losfahren zu den einzelnen Feldern, das Getreide abholen und das hier in dieses Riesensilo bringen, Genossen. Das können wir aber irgendwie nicht selber bauen. Also hier ist zwar ein bisschen Fortschritt zu sehen, das war aber, weil ich hier versehentlich auf Bauen geklickt hatte. Jetzt ist hier der Weg, der ist ja zugänglich, ne? Man kann das anfahren. Aber unsere Baubüros, die erkennen hier den Auftrag nicht. Deswegen werden wir das mal finanzieren hier. Und ja, überhaupt den Hafen hier mal fertig bauen, dass wir wenigstens das Getreide hier einladen können. Weil das haben wir aber auch schon errichtet. Ne? Da steht die Straßenladestation und da steht das Riesensilo. Und er kann ja 60.000 Tonnen speichern. Von daher ist das ja, ja. Da muss man sich nicht so schnell Gedanken über den Abtransport machen. Ach ja, Genossen, hier eine Feuerwehr hatte ich hier mit draufgesetzt. Und was ein schönes Gebäude. Schaut es euch an. Hier mit den schönen Malereien. Warte mal, da muss ich mal versuchen, so frontal vorzukommen. So, hier. Ne? Das sieht auch richtig gut aus, oder? Wäre vielleicht auch was für Eisenhüttenstadt gewesen. Die Stadt der schönen Malereien. Aber ja. Fand ich ganz nice. Wollte ich euch mal zeigen. Das Gebäude kann ich euch gerne mit in die Beschreibung bei den in dieser Folge verwendeten Mods tun, Genossen. Und ja, wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann macht euch ein Abo vom Kanal. Dann verfolgt ihr quasi sicher zuverlässig hier auch den weiteren Fortgang der Entwicklung unserer kleinen Volksrepublik, Genossen. Und wir sehen es, die Trecker, die heizen hier über die Äcker, das sieht richtig gut aus. Ja, das gefällt mir, Genossen. Das heißt, dass wir eigentlich hier jetzt Fahrzeuge benötigen, um das alles einzusammeln. Ne? Das wird der nächste Job sein, hier zuzuweisen. Ja, das heißt, ich werde die jetzt hier kaufen, Genossen. Und wir werden uns... geschlossenen LKW. Wir werden uns hier auf die Tatra, denke ich, spezialisieren. Ne? Obwohl er hier 9,6 Tonnen Pflanzen. Ja, das können die aber auch. Ne? 9,6, hier ist er ja, der T148. 9,6 Tonnen, 72 km/h. Ja. So, ich mache das Distributionsoffice damit komplett voll. Und mache das bei allen drei Gebäuden, Genossen. Denn wenn wir die jetzt dann mit Fahrzeugen ausgerüstet haben, kann ich danach die Felder einzeln zuweisen. Genau, das ist der nächste Schritt. Das heißt, jetzt hier auch noch Fahrzeuge kaufen. T148, geschlossener LKW. Ja, da haben wir. Ja, jetzt ist es leider wieder dunkel geworden hier, ne? Das ist nicht so schön. Ah, die Stromversorgung hier ist auch nicht so ideal, ne? Genossen? Gerade war es ganz schön am Flackern. Ja. Okay. Ja, es läuft jetzt auch schnell vor. Also hier im Dunkeln die Felder will ich nicht zuweisen. Das machen wir im Hellen, Genossen. Das machen wir im Hellen. Wie sieht es mit unserer Bevölkerung aus? 26.000 Mann sind wir schon. Unglaublich. So, jetzt ist es wieder hell. Sehr gut. Also gehen wir mal hier auf langsames Spiel. Also langsames, normales Spiel. Okay. Und dann sagen wir
dem Distributionsoffice hier, dass sie alles hier entladen sollen in der Straßenladestation. Entladen. Storage Prozent. Bis 100, ne? Warte mal, entladen. Bis es voll ist, sozusagen. Bis es voll ist. Und teilen wir das genauso auf, ja, ne? Okay, schauen wir mal. Das sind jetzt die Quellen, genau. Ja, er macht es wenigstens schön gelb hier. Dann sieht man, welches Feld er sich schon gepackt hat. Cannot assign more buildings. Ah, das ist also die maximale Anzahl hier. Okay, na dann ist es so, Genossen. Dann ist es so. Das heißt, dieses Office hier hat jetzt die maximale Anzahl der Verbindungen erreicht. Mal sehen, ob wir auskommen mit den dreien, wa? Das ist ja auch wieder so spannend. Und hier bitte ausladen. Entladen. Ja. Entladen, bis es ganz voll ist. Aber mit diesen Prozentgeschichten bei Straßenladestationen, das ist halt auch nicht wirklich eine sinnvolle Einteilung. Ne? Also, was hatten wir jetzt hier? Was gelb ist, hat er sich schon geschnappt. Ne? Und das hier ging nicht mehr. No, das ging. Is already assigned. Dann können wir das wieder rausnehmen hier. So. Das heißt, dann machen wir mal hier unten weiter, Genossen. Diese kleinen Dinger, die werden uns wahrscheinlich von der Anzahl her killen. Ja, das ist nicht gut, Genossen. Das ist nicht gut. Also nicht effizient wirklich, ne? Hier nimmt der mal das hier. Not more buildings. Okay, das ist die maximale Anzahl für dieses. Das heißt, ja, dass es hier in der Mitte eigentlich erst losgeht jetzt. Für das dritte Office. B-Laden. Mhm. Gut, gut, Genossen. Spannung. So. Und ihr entladet auch hier unten. Voll, haben wir gesagt, ne? Voll. Ja. Und das ist jetzt B-Laden, genau. Die kleinen hier hinten lasse ich erstmal außen vor. So, das heißt, dass wir die großen Felder auf jeden Fall alle gepackt haben. Ja, und dann können wir mal hier den kleinen Mumpitz hier auch noch mit zuweisen. Ja. Genossen, hier unten die Felder, die werden wegrationalisiert. Abreißen, jawohl. Die ganz kleinen, die kommen weg. Naja, gut, ja. Okay. Also ein Feld hier noch mit zuweisen. Und gut ist. Belan, jawohl, Genossen. Ja, und so ich jetzt hier nichts übersehen habe,
haben alle Felder jetzt eine Abholstation oder besser gesagt ein zugeordnetes Distributionsbüro. Hier sind die alle schon fertig. Ja, keine geschlossen. Ja, die Felder sind ja schon am Wachsen hier alle, ne? Fortschritt. Das heißt, dass hier wird ja noch ausgesät. Ja, aber das sieht auch ganz gut aus. Die kommen ja hier gut voran. Die Felder? Zugewiesenen Bauernhof, den haben sie. Okay. Ja, dann eine Tankstelle hier, Genossen. Die Tankstelle, die war hier, ja. Und ist die auch voll? Nein, die ist natürlich nicht voll. Ja, das ist gar nicht gut, Genossen. Das ist nicht gut. Das heißt, da werden wir ja jetzt mal mit Eiltempo ein bisschen Diesel hinbringen. Damit unsere landwirtschaftlichen Fahrzeuge hier nicht alle auf der Strecke bleiben. Oder so. Cannot assign more buildings. Ah, das ist jetzt natürlich super ärgerlich, Genossen. Das ist jetzt natürlich super ärgerlich. Was machen wir denn da? Erstmal gehen wir auf Pause. So. Das heißt, es wird ein neues Distributionsoffice benötigt für die Treibstoffverteilung. Dazu wollte ich aber noch... Ja, eigentlich könnte man das im Rahmen des geplanten Aufbaus der Raffinerie machen, Genossen. Denn hier habe ich geplant, eigentlich die Raffinerie hinzusetzen, sodass wir das Öl direkt hier aus Klein-Kuwait hinleiten können. Ne? Entsprechend auch mit einem Hafen das Ganze zu versehen, Ölhafen, ja, damit wir republikweit dann unseren Treibstoff hier auch verteilen können, Genossen. Und wenn hier sowieso die Raffinerie stünde, dann wird es auch Sinn machen, hier die Distribution für den Treibstoff mit anzusiedeln. Ne? Von daher will ich da jetzt eigentlich hier nicht ein weiteres Distributionsoffice mit in Auftrag geben. Wir werden mal, opala, jetzt ist hier ist die Stunde schon wieder vorbei. Wahnsinn. Ich werde mal schauen, ob ich nicht hier im Hafen ein kleineres Distro-Office haben, was derzeit frei ist. Ja, das haben wir, Genossen. Dann ziehen wir hier bei Minol. Die haben nämlich mehr Fahrzeuge, als sie benötigen. Ja? Ziehen wir bei Minol welche ab und schicken die zum Hafen hin, Genossen. Jetzt nehmen wir nicht gerade die IFA G5 dafür, sondern hier von den B50. Also, schicken wir mal drei, wie viel passen hier rein? Fünf, ne? Fünf. Fünf brauchen wir aber nicht, aber vier, drei oder vier können wir darüber schicken. Drei oder vier. Drei haben wir jetzt geschickt, also noch einen. Dann nehmen wir auch einen G5 hier mit rüber. So. Und, uppala, was habe ich jetzt gemacht? Hier soll er hin. Und diesem Büro sagen wir, wo holst du den Treibstoff ab? Du holst, vorübergehend jetzt, vorübergehend. Du holst hier den Treibstoff ab. Ja, nicht bei... Ach, ich bin im Alten. Ja, das geht. Du holst hier den Treibstoff ab. So, beladen. Treibstoff. Und bekommst jetzt hier den Job, die Tankstelle bei der LPG zu versorgen. Entladen. Und zwar zügig. Und zwar rappelzappel, bitte. So, voll machen. Ja, dann sollte das jetzt laufen, Genossen. Ne? Schauen wir mal, ob die hier ausrücken. Ja, die sind alle unterwegs und werden
Treibstoff holen. Sehr gut, Genossen. Ja. Ja, denk, eine Stunde ist nichts, Genossen. Sind wir doch mal ehrlich hier. Eine Stunde ist nichts im Fortgang unserer Republik. Und jetzt sind natürlich alle Fahrzeuge wahrscheinlich hier zum Tanken nach Valoka gefahren, ne? Weil da ist hier direkt eine Tankstelle. Hier wird die denn wenigstens versorgt. Ja, die ist gefüllt. Sehr gut. Da können sie tanken. Aber das ist zu weit weg natürlich. Das geht gar nicht. Ja. April 79, Genossen. Das heißt, uns stehen jetzt hier in der nächsten Folge wahrscheinlich schon. Ja, in der nächsten Folge stehen uns die 80er Jahre bevor. Na? Und das wird spannend, Genossen. Von daher freue ich mich, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Wir werden dann überprüfen können, ob die heute getroffenen Zuordnungen hier der Distributionsoffice und ob das alles gut funktioniert mit unserer Pflanzenproduktion. Ja, denn hier oben die Felder, die wachsen schon gut. Hier sind sie noch immer noch in der Aussaat begriffen. Ne? Ja gut, das dauert natürlich, das dauert. Wir haben ja dadurch, dass ich ja auch erst später angefangen hatte, hier das zuzuweisen, auch nicht das volle Jahr zur Verfügung gehabt. Ne? Denn ich denke, dieses eine Riesenfeld in Kolditz, das wird wahrscheinlich schon bestellt sein hier. Ne? Ja, Genossen, seht ihr, das ist schon fertig. Also schon fertig, das ist schon im Wachstum begriffen. Wer ist der? Sieht aus wie ein Sabarisch hier, ne? Ist das das 968? Ist das nicht der Sabarisch? Bam, bam, bam. Ne? Weiß ich nicht, Genossen. Da müsste man mal recherchieren. Ja, ich freue mich auf euch in der nächsten Episode. Und dann hoffe ich, dass die großen Bauarbeiten hier die ersten Erfolge tragen. Dass wir die Pflanzensituation dann neu sortiert haben hier in der Republik. Und entsprechend auch eine Stoffverarbeitung mit aufbauen können, Genossen. Ne? Hier diese Apfelfelder, ja, das ist jetzt auch hier nicht die beste aller Ideen gewesen. Also, bringt ein bisschen was, ne? Bringt ein bisschen was, aber naja. Da denke ich, könnte man besser zentralisiert hier wieder so größere Apfelplantagen denn errichten und nicht das hier versuchen im Dorfkern mit unterzubringen. Ich denke, längerfristig werden wir hier das mit Wohnhäusern füllen können und hier die Arbeiter dann auch abholen, die in der Raffinerie arbeiten werden, Genossen, die dann ungefähr hier sein wird. Ne? Hier irgendwo soll die Raffinerie mit hin auf dieses Stück Land hier, ja wahrscheinlich eher hier, wo es ein bisschen mehr eben ist. Ja, Genossen, ich verabschiede mich entschuldige mich erstmal bei euch, dass das so lange gedauert hat hier und verabschiede mich bei euch ganz lieb bis zum nächsten Mal. Auf eure Kommentare bin ich wirklich sehr gespannt und abonniert den Kanal, wenn ihr wollt und es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal, euer Astral Silber sagt ciao, ciao für heute. Ciao.